Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und viele Grüße aus der Türkei. Ich befinde mich gerade in Istanbul und heute ist ein ganz besonderer Tag. Dieser Trip ist so gefühlt einfach nur eine Reise, wo jeder meiner Träume in Erfüllung geht. Und heute habe ich das Glück, endlich bei Çiğdem Burak im Restaurant zu essen. Denn ich befinde mich gerade in Istanbul und Turkish Airlines hat mich eingeladen, mir die Foodkultur von Istanbul zu zeigen. Und ich dachte mir, Alter, das ist das erste Mal, dass mir jemand einen Tagestrip organisiert, wo ich den ganzen Tag nur fressen darf. Best day ever. Also Freunde, zeige ich euch heute, was man alles so in der Türkei essen kann. Und zum Schluss am Abend geht es dann endlich ins berühmte Restaurant des übertrieben heftigsten King of Instagram Food Influencer aller Zeiten. Freunde, ich habe so einen Mordshunger. Let's go frühstücken in der Türkei. So Freunde, ich bin hier mit der Diana und die führt mich heute hier durch Istanbul und wir sind erstmal frühstücken und Freunde, schaut euch das hier an. Hier haben wir einfach türkischen Bacon mit Ei. Dann ein Traum wird wahr, in Türkei den Sucuk essen. Freunde, alle die Sucuk lieben, schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und jetzt wird's richtig verrückt, einfach mein Land, Freunde, einen kompletten Käseteller mit verschiedenen Käsesorten. Hier geht's auch weiter nochmal mit Käse in Honig gedippt und dann hier nochmal Beef mit Ei. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe extra gestern ein bisschen weniger gegessen, damit ich diesen Tag überlebe. Aber let's go, Freunde. Den Sucuk, den muss ich einfach vor Kamera essen. Oh mein Gott. Knoblauchwurst. Es ist, glaube ich, einer der heftigsten Menschenerfindungen aller Zeiten. Okay, ich hau jetzt auf jeden Fall einfach mal rein und bin direkt gespannt, wie es gleich weitergeht. Let's go. So, Freunde, dann habe ich hier, das habe ich gerade erst erfahren, dass der Käse nach der jeweiligen Stadt benannt wird. Das heißt, hier habe ich den Aegean Cheese und wie hieß der nochmal? Hatay Cheese. Hatay Cheese. Verrückt. Der schmeckt klasse. Hier sind sogar Rosinen, glaube ich, mit drin. Perfekt. Hammer. Und hier schwarzer Sesam. Lecker. Ich weiß echt nicht, wie ich diesen Tag überleben soll. The Turkish bacon is very smelly because it's made with spices. And for a couple of days you will stink. Okay. No problem at all. So Freunde, jetzt gibt's einen kleinen Break bei diesem unglaublichen View. Und bei dieser Aussicht gibt es jetzt erstmal traditionell türkischen Chai. Freunde, auf euch. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus den Shisha-Bars oder von zu Hause. Und dann gibt es hier noch auch was ganz typisches, traditionelles. Und zwar Salep. Und das ist so ein türkisches Wintergetränk. Es ist kein Tee, es ist kein Kaffee. Was ist es? Es ist irgendwie aus einem Baumpuder, Heißgetränk, Wintergetränk mit Zimt. Und ich probiere es auf jeden Fall das erste Mal. Es ist so ein Must-Have hier. Deswegen. Oh, das ist ja richtig, richtig gut. Das hat was von so einem Tee-Latte-Zimtgetränk. Auf jeden Fall eine Empfehlung, Freunde, wirklich. Das ist richtig, richtig nice. Dann trinke ich mal mein Salep und mein Chai zu Ende. Und dann geht es zu den Wet Burgers. Das sollen richtig berühmte Burger hier sein. Wir sehen uns gleich beim Mittagessen. Jetzt noch ein kleiner Snack zwischendrin. Und zwar essen wir İçli-Köfte. Das ist so eine Art Frikadelle, gefüllt mit Fleisch, Walnüssen und Bulgur drumherum. Also geben wir dem Ganzen mal eine Chance. So sieht das Ganze aus. Wow. Let's go, Freunde. Oh ja, oh ja. Das ist genau das, womit ich mich identifizieren kann. Das ist so geil. Boah. Schmeckt einfach so pikant, würzig, deftig, frittiert. Es ist der Hammer. Ich will gar nicht viel labern. Weiter geht's. Okay, wir sind angekommen, Freunde, und hier gibt es den berühmten Wet Burger. Und wieso er Wet Burger heißt, ist eigentlich ganz simpel, denn das Brötchen wird in Tomatensoße gedippt und dann nochmal angebraten. Das heißt, dadurch ist das Brötchen halt komplett saftig in Tomatensoße. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Hier sieht man das Ganze. Die Burgerbrötchen sind richtig, richtig saftig. Und hier haben wir auch schon den fertigen Burger. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Ich bin richtig gespannt. Also ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Einen nassen Burger. Let's go! Mega das schlaue Konzept eigentlich. Ich mag es ja echt gar nicht, wenn so ein Burger furz trocken ist. Und dadurch, dass er einfach gedippt in Tomatensoße ist, ist er halt einfach richtig schön saftig. Der ist auch echt nichts Besonderes an sich. Der ist halt wirklich einfach nur das Fleisch und das Brot. Aber weil er so saftig ist, ist es einfach ein perfekter Snack. Guten Appetit und weiter geht's. Okay, Freunde, wenn ich schon mal in der Türkei bin, darf eins nicht fehlen und zwar Kumpir. Für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, ist es eine riesen Kartoffel, gefüllt mit all dem Kram, auf den man Bock hat. Und ich habe mir zum Beispiel hier einfach Käse, Mais, Oliven und Joghurtsoße draufgehauen. Das wird alles schön durchgemixt zu einer Masse und dann kann man das hier direkt aus der Kartoffel genießen. Und ich kenne das schon, aber es ist halt einfach ein Klassiker und es schmeckt einfach immer
wieder einfach nur unglaublich. Ich bin eh so ein richtiger Kartoffelmensch. Ich könnte jeden Tag meines Lebens Kartoffeln essen. Und Kumpir, ein Klassiker, der darf natürlich auch nicht fehlen. Mit diesen Worten, guten Appetit. Und in 4 Stunden habe ich auch schon den Termin im Restaurant bei... Ich habe übrigens erfahren, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Jezene Burak. Freunde, nicht Çıjın Burak, sondern Jezene Burak. Da geht's später auf jeden Fall hin. Ich esse auf jeden Fall jetzt in Ruhe auf und dann sehen wir uns später im Restaurant. Okay, Freunde, ich bin auf jeden Fall jetzt endlich im Restaurant angekommen und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich weiß nicht wovor, aber aus irgendeinem Grund bin ich einfach aufgeregt. Voll verrückt. Ich bin schon gespannt, allein das Menü zu sehen. Slash, es fängt auch schon plötzlich an. Es gibt jede Menge Vorspeisen. Ich zeige euch das mal. Die ganzen Vorspeisen werden jetzt hier hingelegt. Was geht eigentlich hier ab, Freunde? Was ist das für ein heftiger Tag für mich? Es hört einfach nicht auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe heute so viel gegessen. Ich zeige euch einfach mal, es ist noch mehr geworden. Das hier ist jetzt alles eine kleine Vorspeise. Super verrückt. Vielleicht haben wir ja Glück und könnten Burak persönlich sehen. Das wäre natürlich übertrieben heftig. Ich bin ja hier mit einem Herrn von Turkish Airlines und der hat mir gerade erzählt, dass wir gar keine Karte bekommen, sondern die extra für uns, also Burak höchstpersönlich, einfach so eine Platte von allem macht. Also das Beste aus dem Haus. Deswegen kamen hier auch gerade schon die Vorspeisen. Super verrückt. Ich fange mal einfach mal an, probiere mich hier durch und wenn dann so das richtige Essen kommt, zeige ich euch mehr. Freunde, wir kennen doch alle immer diese Chili-Paste und ich muss sagen, ich bin einfach verrückt nach der. Die ist so lecker. Das ist genau mein Ding. Super viel verschiedenes Essen, bisschen Brot und einfach alles reindippen, umdrehen, falten und essen. Unglaublich. Okay, es hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Jetzt kam auch einfach noch Chiköfte dazu. Wohin? Es hört wirklich einfach nicht auf. It's got out of control. Yeah. Unglaublich. Jetzt gab es hier auf jeden Fall noch ein bisschen Lahmacun. Ich mache mir jetzt so das ultimative Sandwich einfach mit allem drauf. Ich glaube, das sind die Dinger, die ich heute Mittag schon gegessen habe. Sowas in der Art. Mir gut. Das ist auch so Hackfleisch frittiert in so einem knusprigen Teig. Ich arbeite auf jeden Fall noch an meinem eigenen Lahmacun hier. Pack da jetzt einfach jede Menge Hummus drauf. Denn Hummus ist Leben. Jetzt kommen hausgemachte Oliven. Dann darf hier was von dieser scharfen Pasta auf jeden Fall nicht fehlen. Und Aubergine, Freunde. Die Aubergine kommt auch noch oben drauf. Guten Appetit. Ich glaube, die lachen mich gerade ein bisschen aus für mein extravagantes Sandwich. Aber ich fühle das voll. Es ist genau das, was ich brauche. Jetzt auf jeden Fall mal Chiköfte ausprobieren. Das ist so ein berühmtes türkisches veganes Gericht. So sieht das aus. Das packt man in Eisbergsalat. Dann Zitrone drüber. Dann wird das Ganze eingewickelt. Und so gesnackt. Es ist richtig schön scharf und einfach mega lecker. Wow. Ja, das war wirklich alles nur eine Vorspeise. Ich dachte, mit den Fleischsachen wäre das jetzt schon so ein bisschen was, aber es ist einfach zu verrückt gerade. Ich muss echt aufpassen, dass ich mein Essen gezielt einteile. Auf Empfehlung hier auch irgendwie eine weitere Paste, was auch immer das ist. Mmh, das ist verrückt. Ich dachte, das wird auch scharf, aber das war so eine Walnusspaste. Auch noch nie probiert, aber ist gut. Ich bin überfordert, Freunde. Wie soll ich das denn hier alles schaffen? Also das muss ich sagen, die türkischen Menschen sind so gastfreundlich und überwältigen mich hier einfach mit so einem heftigen Buffet. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Okay, wir sehen uns dann, wenn es fleischig wird. Bis gleich. Also irgendwie passiert hier gerade richtig, richtig viel. Ich glaube, der Burak kommt vorbei. Jetzt wird, glaube ich, Show gemacht, Freunde. Ich zeige euch mal, was abgeht. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was gerade abgeht. Jetzt brennt es plötzlich, Freunde. Okay, Freunde, ich weiß nicht, was abgeht. Thank you. Es war alles nicht geplant. Was passiert hier? Ich bin irgendwie aufgeregt. Irgendwie echt crazy. You rock, okay? Yeah. Mal schauen, wie wir hier. Bravo!
nicht mit uns. Kann ich machen. Bravo! Freunde, ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist alles zu heftig. Das war alles nicht geplant. Ey, best day ever! Ich fühle mich wie so der übelste Fanboy gerade. Was war das? Ich war irgendwie Teil der Show. Ich musste plötzlich tanzen, war voll überfordert. Ich habe übrigens diese Schürze original von ihm selbst geschenkt bekommen. Und das auch noch ein eigenes Crispy Rock Brot. Freunde, das ist einfach nur krank. Und das Essen kommt auch gerade. Das ist eine kleine Fleischplatte. Von der habe ich gerade eben schon kurz kosten dürfen. Alter, boah, was war das? Was? Was? Das? Zu krass, einfach zu krass. Also, officially, heftigster Tag meines Lebens. Ich brauche kurz eine Minute, um wieder zu mir zu kommen. Bis gleich. Dankeschön, Bruder. Danke. Thank you so much. Thank you. It was just awesome. Und Dankeschön, Turkish Airlines. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. So, ich habe mich kurz beruhigt. Ich bin noch immer so ein bisschen am Zittern. Aber bevor das Essen jetzt kalt wird, let's go. Also, ich kann euch wirklich nicht sagen, was das hier alles ist. Aber es ist auf jeden Fall jede Menge Fleisch auf diesem Teller. Und auch gleichzeitig hier die eingerollten Weinblätter. Gemüse ohne Ende. Ey, das war zu krass. Das war zu krass, wirklich. Das war wirklich zu krass. So, jetzt muss ich aber auch probieren. Was soll ich sagen, Freunde? Das Fleisch ist einfach richtig, richtig zart. Es schmeckt übertrieben heftig. Aber ja, er wäre nicht so berühmt und sein Restaurant wäre nicht so erfolgreich, wenn das hier Essen jetzt schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Alles, was ich heute hier gegessen habe, war unglaublich lecker. Und jetzt fängt auch schon direkt die nächste Show an. Hier hat man so viel Entertainment, so viel passiert hier beim Essen. Das ist alles einfach nur unglaublich. Für alle, die mal auf jeden Fall in Istanbul zu Besuch sind, kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, ihr müsst hier auf jeden Fall ein, zwei Tage vorher reservieren. Aber es lohnt sich wirklich. Die Leute sind alle super freundlich. Es ist einfach so viel Musik, so viele Gerüche, so viel von allem. Das ist einfach nur heftig. An dieser Stelle auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Ich gönne jetzt meinen Fleischhaufen. Er schmeckt Hammer. Ich habe eine Burak-Schürze. Ich habe ein eigenes Crispy Rob Brot. Oh mein Gott. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns wieder mit einem neuen Video. Bis bald. Unglaublich. Das war ein Tag, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Unglaublich. Mit diesen Worten, Freunde, guten Appetit. Hello, Burak. Yes. It was crazy, like really, the show, the whole experience was just crazy. I think maybe you don't like food because you are so sleep. No, I love food, trust me. He's growing, he's it's growing. Very perfect. When you live in Turkey a long time, you will fat also. Yeah, I will make food too much. Okay. Thank you so much again. Do you like Turkey? Do you like my restaurant? Do you like food? Oh, it was everything perfect. Like really, the food was amazing. I thought the starters are the food, but it was just the starters. And then came even more and more and more. It was just crazy. Thank you so much again. Where do you live? I'm from Cologne in Germany. I will come soon in Germany and Chris Pro make me food. Yes, for sure. You promise? Yeah, I promise that I'm gonna cook for you. Thank you, my brother. Thank you. Thank you so much. Crazy. Thank you.